Dankeschön. Also, wir haben übrigens extra, also nicht extra für Joachim, aber wir haben hier vorhin festgestellt, dieser Arbeitstisch, hier ist ein Schild drauf, ist für Schwerbehinderte reserviert. Und Joachim hat mir vorhin extra seinen Ausweis gezeigt. Also alles regelkonform. Ihr seid super inklusiv, Braunschweig. Das ist das erste Mal, dass ich einen Schwerbehinderten-Tisch für mich kriege. Es ist super. Hallo Braunschweig. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, aus Sand gebaut. Ich habe aber heutzutage gemerkt, der Inhalt ist weniger wichtiger als die Form und deswegen habe ich den Titel angepasst in Make Sandburg Great Again. Darüber hinaus möchte ich euch hier für diese 10 Minuten gerne meine zwei Wahlversprechen mitgeben. Erstens, ich wette, ich baue eine Sandburg hier live auf der Bühne, auf die ich mich selber stellen kann, ohne dass sie kaputt geht. Und zweitens, ihr seht mich heute nackt. Da wir nicht so viel Zeit haben, fangen wir mal mit dem wichtigen Teil an. Tada, da bin ich. Ihr seht mich. Dankeschön. Ihr seht mich hier vor meinem prachtvollen Bauwerk im Hintergrund, die Sandburg, die ich in meiner kindlichen Fantasie gebaut habe. Ja, das habe ich verstanden. Ihr seht mich hier vor meinem prachtvollen Bauwerk, das ich erbaut habe in meiner kindlichen Fantasie. Und wie ich da so saß und darauf ganz stolz war, kamen so ein paar Jugendliche vorbei und haben dann so gesagt, ey, was hast denn du da gebaut? Eine Sandburg? Die machen wir kaputt. Und dann haben sie meine Sandburg kaputt gemacht und das hat mich sehr traurig gemacht oder auch wütend. Ich dachte mir, ich werde das rächen. Ich werde später etwas werden, um diese Jugendlichen, also zu Gerechtigkeit, demokratisch herbeizuführen. In der Überlegung, was man dann mit seinem Leben so macht, überlegt man so, okay, na dann werden wir doch Superheld, aber dann hat man solche Leute in seinem kollegialen Umfeld oder solche oder der soll gut sein, aber ey, ganz ehrlich, nachts möchte ich nicht treffen oder so einen, nee, danke, möchte ich nicht. Also muss ich halt überlegen, was mach ich stattdessen? Eieiei, das ist ja schwierig. Naja, dann gibt's so eine Werbung, die passt auf mich wie geschnitten. Ich bin so, hey, kein Problem, studiere Physik, damit kriegst du das gebacken. So, also ran da und los geht's. Wie baut man denn eine stabile Sandburg? Physiker machen gern das Folgende, nämlich Experimente. Die sehen in der Physik meistens nicht so aus, weil wir nicht mit Tieren arbeiten. Wir haben hier viele Biologen gehabt, aber das ist das einzige Experiment in der Physik, was wir mit Tieren haben. Dann hört's auf. Das sieht dann aber so aus, Batman-Becher. Einmal umdrehen. Hoppala. So, und das hoffentlich, also die hier vorne können super sehen, die da hinten hoffentlich auch. Ich hab's aber nochmal in groß, dann kommt da so eine Hand dran. Und dann ziehe ich das rauf. Also irgendwie so richtig geklappt hat das noch nicht. Und was macht man so in der Wissenschaft, wenn man nicht so recht weiterkommt? Naja, klar, man fragt seine Kompetenzteams. Mein Kompetenzteam? Meine Kinder. Ey, sagt mal Kinder, wie ist denn das mit diesen Sandbogen? Was muss ich denn da machen? Mensch, Papa, da musst du Wasser nehmen. Ah, danke. Und warum? Mensch, Papa, wegen den Wasserbrücken. Aha, klar. Ich bin dann mal heimlich in mein Labor gegangen, habe mit meinen Murmeln gespielt und davon habe ich euch ein Video gemacht. Da, meine beiden Murmeln, meine beiden Wurstfinger sehen da, dass man so einen Größenvergleich hat. Dazwischen ist ein Tropfen Wasser. Was ich jetzt mache ist, ich ziehe die auseinander und dann lasse ich los. Ach, nochmal in langsam. Man zieht die Murmeln von allein auseinander. Es bildet sich eine Wasserbrücke dazwischen und wenn man loslässt, rollt die Murmel alleine zurück durch die Kraft der Wasserbrücke. Für die Klugscheißer unter euch, man kann auch sagen Kapillare. Wenn ihr da mal zu Hause angehen wollt, immer haut raus. Also, zweite Runde, zweites Experiment. Oh, vorher noch ausräumen. Aufräumen, so. Nein, keine Tiere, sondern. Ja, Tetris-Musik. Ich weiß, Annika hat es schon vorbereitet. Ja, so, Sandburg. Dann Brettchen drauf. Wir wollen ja auch was messen. Das hatten wir ja schon vorhin schon. Wir sind ja gern mit Zahlen. Das sieht dann so aus. Und dann brauchen wir was zum Messen. Ich habe hier mal so eine Sandflasche mitgebracht mit einem halben Kilo Sand. Und jetzt setze ich die ganz entspannt ab, weil ich das hier ganz locker kann. So.
Also, unsere normal gebaute Sandburg hält ein halbes Kilo. Hm. Jetzt müssen wir fairerweise zugeben, das ist noch nicht ganz meine Körpermasse. Da fehlt der Kleinigkeit, ein Mühchen sozusagen. Gehen wir doch einfach mal auf das Doppelte. Na, ganz vorsichtig. Nicht so schlimm, habe ich mitgerechnet, alles gut. Sieht dann so aus, also da kommen wir nicht so recht weiter, also weiter überlegen, wie schaffen wir es denn, wie kriegen wir diese Sandburg denn stabiler? Wenn die Idee ist, dass die Wasserbrücken die Sandburg zusammenhalten, naja, dann nehmen wir doch einfach mehr Wasserbrücken mit, mehr Wasser. Diese Idee hatte nicht nur ich, die hatten auch andere Forscher, die sehen so aus. Die hatten auch ihr Kompetenzteam, das sieht so aus. Und was die gemacht haben, sind Experimente, und zwar die haben ganz viele Sandbogen gebaut und die haben den Wassergehalt verändert von ganz wenig zu ein bisschen zu ganz viel. Denn Forschungen sind in Fachsprache Englisch publiziert, etwas länger, etwas auch, manche sagen auch Fachchinesisch. Man kann es aber auf zwei einfache Aussagen reduzieren. Erstens, es klappt nur, wenn es feucht ist. Zweitens, zu viel ist nicht gut. Dazwischen ist es einfach relativ egal. Ob ich jetzt ein bisschen viel, ein bisschen wenig was habe. Also, Idee gut, aber irgendwie mehr Wasser bringt's nicht. Aber was wäre denn, wenn wir es schaffen, die Sandkörner enger zusammenzukriegen, dass dazwischen mehr Wasserbrücken sind, weil sozusagen weniger Abstand und so weiter. Und jetzt komme ich ja aus Berlin und manche wissen ja, Berlin hat so ein paar Problemthemen. Ich sag mal Fußball, Flughafen, S-Bahn. Wenn da mal so eine Schneeflocke fällt, dann sieht's da gern mal so aus. Kennt ihr vielleicht auch hier von manchen öffentlichen Verkehrsmitteln im Winter? Was dann passiert ist, die Bahn kommt, hier als Modell. Man kann sich auch vorstellen, wir haben jetzt ganz viele Leute da. Da könnt ihr euch jetzt mit jemandem identifizieren, mit dem ihr euch wohlfühlt. Dem Hippie, dem Punker, dem Hipster, dem Anzugträger, wo ihr euch gerade so richtig mit vereinnahmen könnt. Die Bahn kommt, aber leider, dank Medon ist ein bisschen defekt, es geht nur eine Tür auf. Und was dann passiert, ist ein Paradebeispiel. Vorne geht's auf, alle gehen rein und vorne ist es so richtig dicht. Man riecht das Deodorant seines Gegenübers oder das Versagen desgleichen. Und hinten hat man so Platz, da kann man Golf spielen. Denkt man sich, boah, muss das sein. Was das Ganze passiert, genau das gleiche im Sandbecher. Wir drücken oben drauf, der Klassiker, ne? Kind nimmt Sandburg, und drückt nur oben den Sand zusammen und fest. Unten bleibt er locker. Zack, 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 einmal grafisch gemacht. Was wäre denn, wenn wir eine Welt hätten, in der die Bahn kommt, pünktlich, rechtzeitig, alle Türen gehen auf und alle Leute können reingehen, es ist überall gleich voll. Das wäre doch schön. Wie machen wir denn das im Experiment? Ganz einfach, wir machen Schichten. Das sieht dann im Bilde so aus. Wieder Brett drauf, so, zapparab, Brettchen drauf, halbe Kilo Flasche schenken wir uns, wir haben ja ein bisschen Zeitdruck. So, und jetzt ganz sanft und vorsichtig. Huh, hi. Dankeschön. Das klappt nicht immer. Was wir geschafft haben, ist, wir haben durch die Änderung der Bauweise die Traglast der Burg verdoppelt. Das heißt, wenn ihr also den nächsten Mal wieder am Strand seid, jetzt im Sommer, und dann, ne, so, dann geht ihr zu anderen Kindern, die dann so draufpatschen, dann könnt ihr gehen, ey, Schätzekind, das kannst du so nicht machen, dann musst du Schichten machen. Seid euch sicher, die Eltern sehen euch dann so. Könnt ihr machen, aber hey, naja. Jetzt sind wir natürlich mit einem Kilo auch noch nicht ganz an meiner Körpermasse dran. Da müssen wir noch ein bisschen was draufgeben. Ich habe mal hier noch 1,5 Kilo mitgebracht. Ja, ganz gefühlvoll, ja, das geht auch noch. Dann gehen wir mal nochmal drauf. Wir können hier Türmchen bauen. Ja, irgendwie, ah, ich weiß, es kommt auch mit dem Alltagsbild hin, so richtig 2 Kilo ist schon eine Menge. Was machen wir dann? Also, überlegen wir uns nochmal ganz im Detail. Sandburg, Brettchen drauf. Leute, ne, das sind die Sandkörner in der Vorstellung. Dazwischen Wasserbrücken, wer sich das besser vorstellen kann mit Körperflüssigkeiten, das seid ihr. Dann Flasche drauf. Die Kräfte drücken die Sandburg in die Seite und was passiert ist, sie reißt auseinander. Was wäre denn, wenn wir es schaffen könnten, dass die Sandburg sich zusammenhält, so wie an Tauseilen zu ziehen? Hätten wir nicht was? Oh ja, unterm Tisch ist sogar was. Tja, dafür gibt es Armierung. Das findet man in Berlin ganz häufig, wenn man an Baustellen lang spazieren geht. Das bleibt dann meistens so übrig. Manchmal kann man das einfach mitnehmen. Die Baustellenarbeiter sagen da auch gar nichts. Hoppala. Und das Ganze packt man dann in die Sandbogen rein und packt es dann in Schichten. Das Ganze sieht dann so aus. Da. So, das ist jetzt der Moment, den ich besonders mag, weil es gibt jetzt nochmal 2 Ausgänge des Abends.
Applaus oder Gelächter, wahlweise übertönt vom Sturz eines Physikdidaktikers oder nicht. Alter, Walter, wie ich das hasse. Das ist aber auch hoch, sonst sehen das die Leute hinten, ist ja gemein, ne? So. Ich wünsche mir dafür gerne, wenn ihr wollt, so einen kleinen Sicherheitsapplaus, dann knallt's nicht so laut. Hi. Und damit ja keiner sagt, ich habe hier so einen Betonstab reingebaut, ne? So, er hat einfach Beton reingegossen und ein bisschen Sand angepackt. So sieht das aus. Und dann kann ich auch sagen, ich gewinne gegen die Jugendlichen. Haha! Sei es drum, so sieht das live aus. Abschluss. Es gibt ja so eine Sache, dass in Familien häufig Kinder gerne zu Weihnachten oder Sommer so in Festen was vortragen. Ihr kennt da vielleicht so die kleine Elisabeth mit der Blockflöte, die dann so gerne mal das selbstgeschriebene Lied vortragen möchte. Und ihr denkt euch so, ich habe noch nicht genug Bier. Entschuldigung, ich muss zur Hausbar. Macht was Besseres. Geht online, zum Beispiel hier, ich habe ein Experimentierset für Schüler entwickelt mit Experimentieranleitung, oder guckt euch andere Sachen an. Bringt Wissenschaft, Naturwissenschaft in Familien, die man sagt, Elisabeth, das hast du schön gemacht, aber jetzt zeige ich mein Experiment, es ist viel witziger und spannender. Viel Spaß und viel Erfolg euch noch.